Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Ich habe heute wieder ein bisschen Season 12 Gameplay für euch. Einige sehr große Streamer, aber nur wenige durften gestern und vorgestern auf Twitch schon mal live die neue Season testen, den neuen Modus, die neue Legende, Fähigkeiten. Sie haben Buffs und Nerfs herausgefunden und so weiter und so fort. Sogar ein Exploit wurde schon entdeckt und ich wage zu bezweifeln, dass Respawn es schafft, vor Release von Season 12 diesen zu fixen. Er ist ein bisschen so ähnlich wie der Exploit mit der Kryptodrohne, Sheila oben drauf, und dann fliegst du mit der Sheila durch die Lüfte, wenn du einen sehr guten Krypto Piloten am Start hast. Also es ist auf jeden Fall sehr eklig. Den habe ich auch auf meinem Drittkanal schon veröffentlicht vor wenigen Stunden. Dann habe ich auf jeden Fall den Core-Stick-Nerf für euch, wie der genau aussieht. Und ich komme nochmal auf die Kontroverse mit Gibby zurück. Ich möchte natürlich ein Stück weit zurückrudern über meine Meinung, dass im letzten Video, als ich sagte, Gibby wird nutzlos, in Anführungszeichen, dass der natürlich nicht komplett nutzlos wird, ist völlig klar. Jetzt aber das fette, fette Aber. Ich bin mit meiner Meinung relativ fest trotzdem dabei geblieben, dass die Bubble eigentlich nicht mehr viel Sinn macht, wenn du gute Maggie-Gegner hast. Ich verstehe, dass ich eine Menge Gegenwind dafür bekommen habe, aber wie es eben so ist, du siehst so einen Trailer, bist gehypt, willst deine Gedanken sofort rausballern in ein Video, raushauen. Da ist man natürlich mit manchen Interpretationen auch mal ein bisschen daneben. Das sehe ich völlig ein, aber, jetzt kommt das Aber, wenn... Denn Gibby sollte eigentlich einen Nerf auf seine Bubble bekommen. Überraschung, ich habe Gameplay für euch. Die Bubble wurde gebufft. Und mit diesem Buff ist tatsächlich die taktische relativ unbrauchbar von Maggie gegen das Schild. Es gab nämlich auch genug, die gesagt haben, endlich gibt es mal eine vernünftige Kontermöglichkeit für diese Bubble. Ich glaube, Respawn hat das so ein bisschen geahnt, dass das ganz schön Gegenwind bekommen könnte, diese ganze Geschichte, und haben gleich mal noch einen Buff hinterhergehauen. Das finde ich eigentlich schade, weil das auf jeden Fall das Spielsystem noch ein bisschen durcheinander gebracht hätte. Darum geht es nicht. Wie gesagt, ich möchte betonen, ich weiß, dass nicht jeder meiner Meinung nach ist. Es ist meine persönliche Meinung. Wenn die nicht jeder teilen kann, ist das auch völlig okay. Damit kann ich leben. Wir fangen jetzt aber mal mit dem ganzen Spaß an. Und ich zeige euch direkt hier, It's Timmy, habe ich vorgestern auch live gesehen, wie er hier so ein bisschen gezockt hat, und er hat hier live festgestellt, Tap Strafe nicht komplett entfernt, aber nahezu. Es wurde extrem reduziert und es haben sich schon viele beschwert, dass man es eigentlich kaum spürt. Hier die taktische Fähigkeit, das habe ich auch live gesehen, da dachte ich mir, Alter, wie verdammt nochmal benutzt er die taktische von Maggie. Er knallt hinten ans Trident dran und verbrennt während der Fahrt einfach ein paar Gegner. Ich fand es sehr amüsant. Sagt mir mal anhand des Gameplays, der ein oder andere hat garantiert schon ein bisschen selber gesehen auf Twitch, auf YouTube. Was sagt ihr zum 9 vs. 9 Modus? Ich glaube auf jeden Fall, dass Maggie nicht so brauchbar für den neuen Modus ist. Auf jeden Fall sind es immer drei Dreier-Teams, die zusammengewürfelt werden. Das heißt, wir bekommen in einem 9er-Squad ist es möglich, dreimal dieselbe Legende zu sehen. Hier sehen wir die Mosambik mit der Hammerpunkt und sie knallt extremst rein. Ihr seht es an der Entfernung, mit der er hier geballert hat. Jetzt wechselt er mal ganz kurz auf die neue Volt im Care Package, wechselt dann runtergeschossen auf die Mosambik mit Hammerpunkt-Munition und die Health Bar ohne Body schmilzt einfach nur dahin. Das ist unfassbar krass. Die Volt hat jetzt zwei Schuss mehr im Magazin und macht, glaube ich, zwei Damage mehr Grundschaden. Er wechselt jetzt gleich noch auf die 45 mit Hammerpunkt. Und die ist, glaube ich, extrem. Ich habe da schon viel Feedback bekommen, dass viele von euch dachten, als sie gehört haben, die Hammerpunkt kommt auf die 45. Da dachten viele schon, das kann doch nur zu krass werden. Und die 45 findet man doch relativ häufig. Jetzt geht's los, 45. Schaut, sobald das Buddy runtergeschossen ist, schmilzt die Lebensanzeige so unwahrscheinlich schnell dahin. Die Hammerpunkt gab es ja nicht das erste Mal, aber damals war sie nur für Einzelschusswaffen, P20 und Mosambik. Und schaut, wie schnell das hier runterschmilzt. Da hätten sie meiner Meinung nach theoretisch auch gleich die Disruptor Rounds, also die Unterbrechermunition für die Alternator, gleich wieder mit reinballern können. Ansonsten finde ich das hier schon extrem heftig. Dieser Streamer hier testet die Beschleunigungskissen von der neuen Ulti von Maggie. Man ist auf jeden Fall ein Stück weit schneller unterwegs. Und jetzt pausiere ich kurz. Das ist der Exploit. Ganz wichtig, macht's nicht nach. Wenn, dann nur im Trainingsgelände. Vergesst nicht, ihr könnt dafür gebannt werden. Also lasst einfach die Finger davon. Sie haben im Stream hier
das getestet und haben festgestellt, scheiße, man kann die taktische Fähigkeit an eine Kryptodrohne ballern und dann hast du den Spaß deines Lebens. Ich denke, im Hintergrund ist es immer noch laut genug zu hören, wie die Leute sich hier feiern und das getestet und rausgefunden haben. Ich finde es auf jeden Fall ultra stark und wir können nur hoffen, dass dieser Exploit ganz, ganz schnell gepatcht ist, weil das ist eine Nummer. Aber ich kann mich erinnern, dass dieser Sheila-Exploit mit der Drohne in Verbindung auch eine Weile gedauert hat, bis der verschwunden ist. Also bitte die Finger davon lassen. Ganz, ganz wichtig. So, ja. Und jetzt kommen wir zur Gibi-Bubble. Das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Zieht's euch rein. Normalerweise, ach, ihr seht selber, guckt euch an, wie groß die Gibi-Bubble ist. Das wusste keiner so richtig. Und auch die beiden Jungs hier waren sich nicht sicher. Alter, was ist hier los? Die ist ja übelst groß. Soll das so sein? Sie waren sich nicht sicher. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn ich jetzt immer noch sagen würde, Gibi ist nutzlos, okay, dann sehe ich ein, habe ich 100% Unrecht. Aber das hier, guckt euch einfach mal an, wie groß das ist. Und ganz ehrlich, ich sage mal, da wo Gibi jetzt steht, ungefähr da, schätze ich mal, wäre seine alte Bubble zu Ende. Da kann man sich in der Hektik, wenn links und rechts vielleicht ein Squadmate namens Maggie da ist, die dich von beiden Seiten mit so einer taktischen reinballern, dann hättest du nicht so schnell die Reaktion und dann kriegst du eben ein bisschen Brandschaden und dann wäre das auf jeden Fall ein Gamechanger gewesen, bin ich immer noch fester Überzeugung, aber mit dieser Bubblegröße kann man es auch lassen. Ich glaube, Respawn war sich bewusst, Mensch, wenn wir die Bubble so klein lassen, dann gibt es hier nur noch Ärger, weil es haben sich tatsächlich, bevor wir das hier wussten, es haben sich tatsächlich, und das ist so das Mittelmaß, was ich mir aus meiner Meinung da gebildet habe, es haben sich, bevor ich das Video rausgehauen habe, vor ein paar Tagen, habe ich gehört, dass sich viele Pros darüber beschwert haben und dass Maggie wohl angeblich Apex nicht gut tut. Wir müssen es sehen, ich finde im 9 vs 9 Modus fällt das nicht so auf, aber mit der Kuppel ist es eh egal. Also, bevor ich hier vom Thema abkomme, ich zeige euch noch gleich den Caustic-Nerf. Mir fällt gerade ein, habe ich gestern gelesen, ich habe jetzt leider nichts, was ich euch einblenden kann, angeblich soll die Rampage, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann, mit Vorsicht genießen. Die Rampage soll genervt werden, indem man ihre Munition seltener findet. Macht das Sinn? Es gibt ja sonst keine Waffen, die dieselbe Munitionsart, in Klammern schwere Munition, hat. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das stimmt, aber das habe ich gestern tatsächlich gelesen von einer Quelle, die eigentlich sehr verlässlich ist. Ich habe es jetzt aber leider nicht als Screenshot. Ach so, 45 mal ganz kurz Vergleich, Hammerpunkt und Normalschaden. Headshot 18 mit Hammerpunkt 24 Schaden, Körper 12 ohne und mit Hammerpunkt 16. Also ihr habt selber gesehen, wie das Buddy geschmolzen ist. Und jetzt haben wir noch den Caustic-Nerf. Auch den muss ich sagen, der ist eigentlich zu krass, der Nerf. Ich sehe es mittlerweile selber ein und ich bin einer der größten Caustic-Hasser, weil ich es einfach hasse, gegen ihn zu spielen. Aber es hat jeder so seine Hasslegende, gegen die er nicht gerne spielt. Ihr seht hier, und das soll wohl, der Streamer hier sagt, dass die Gegner nicht in der Lage sind, wenn wir von dem Barrel, von der Gas-Trap, unten auf diesen Standfuß schießen, geht die nicht kaputt, sondern du musst diese 150 Schaden gegen diese Barrel machen. Das hat er so beobachtet und auch wenn du diese Gasfalle zerstört hast, sieht man ja immer noch ein bisschen Restgas. Angeblich bekommt der Gegner von diesem bisschen Restgas, von dieser Wolke, keinen Damage mehr. Also können wir nur hoffen, dass das stimmt. Ansonsten finde ich auch, Alter, ich will es doch nur noch mal anmachen. Ich wollte es nur noch mal einblenden. Ansonsten, wie gesagt, wir müssen 150 Damage auf diese Falle machen, wenn wir die selber als Mate aktivieren wollen. Ihr seht hier, im ersten Schuss bekommt diese Falle erstmal keinen Schaden, damit wir sie nicht selber kaputt machen. Wir können sie aber auch selber kaputt schießen. Seht ihr ja am Trainingsgelände, es ist ja seine eigene Falle, die er hier zerstört. Ansonsten, wenn du einen Arkster dran schmeißt, stackst du die, machst du 10 Schaden und nochmal 70 oben drauf, ballerst du noch 2-3 Mal drauf, ist die Caustic-Falle kaputt. Es ist ein heftiger Nerf, aber zu wissen, dass sie 150 Lebenspunkte, sage ich mal, hat, ist auf jeden Fall besser, als mit einem Schuss das Ding zu deaktivieren. Das wäre dann wirklich schon mal eine starke Nummer. Jetzt möchte ich noch mich bei allen, die gestern im Stream dabei waren, bedanken, denn ich habe von meinem Aim-Controllers-Unboxing versprochen, alles verlost, 5 Sachen an der Zahl, die ich verlosen wollte. Glückwunsch nochmal alle Gewinner.
Die Pakete gehen hoffentlich morgen oder übermorgen raus. Ich hoffe, dass ich heute noch die Zeit finde, das alles zu verpacken und dann versandfertig zu machen. Es hat ultra Spaß gemacht. Das war mein erster Stream, meine erste Verlosung. Kam sehr gut an. Viele Zuschauer, es haben eigentlich alle gefeiert. Es haben viele mitgemacht und es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Was es beim nächsten Mal gibt, weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal einen Kopf machen. Das war es jetzt von mir. Ich bin auf jeden Fall wieder mal in den Kommentaren gespannt, was ihr von dem ganzen Inhalt haltet. Ganz wichtig, ich möchte noch die Patchnotes ansprechen. Das hätte ich fast vergessen. Die 100% Patchnotes werden morgen am Montag veröffentlicht. Ich werde euch leider nicht mit diesen Informationen füttern können. Ich muss bis spät abends arbeiten, bin nicht kurz vor 11 zurück zu Hause und habe dann den nächsten Tag aber schon eine frühe Schicht, damit ich in die neue Season streamen kann. Das heißt, ich habe zwischen den Tagen keine Zeit, das Patchnote-Video zu machen. Und ich denke, 2, 3, 4 Tage später brauche ich das dann auch nicht mehr nachreichen. Ich denke, ihr werdet trotzdem gut informiert irgendwie sein. Ich finde es trotzdem schade, dass ich euch damit nicht beliefern kann. Und am Dienstag streame ich dann, wie gesagt, selber in die neue Season. Hoffe, da seid ihr mit am Start. Wünsche euch natürlich selber einen schönen Start in die neue Season und hoffe, so störungsfrei wie möglich. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Meine Fresse.